Die Open Science Cloud von EU-Kommissar Moedas, der Open Data Pilot des FWF und Open Innovation beim FFG zeigen, Open Science und Open Research Data werden immer wichtiger. Dasselbe gilt für Data Science, rund um Schlagwörter wie maschinelles Lernen, Big Data und datengetriebenen Geschäftsmodellen. Beides birgt viel Potenzial für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und es gibt einen enormen Bedarf an qualifizierten Personen. Wir wollen mit einem Massive Open Online Course, kurz MOOC genannt, beide Aspekte zusammenführen, praktisch vermitteln und in Form von freiem Wissen für Studierende sowie Unternehmen anbieten, um diese Lücke zu schließen. Der Open Data Science MOOC baut die Grundlagen für offenes Arbeiten mit Daten auf, um diese für eigene Ideen und Anwendungen nutzen zu können. Der Online-Kurs besteht aus 4 Modulen, die in Form eines 10-wöchigen Online-Kurses auf imux.at und als Open Education Resources auf GitHub für alle frei zugänglich gemacht werden sollen. Im Einführungsmodul werden die Grundlagen der Datenanalyse mit Python vermittelt. Im Geomodul werden OpenStreetMap-Daten gesammelt und damit räumliche Analysen durchgeführt. Ein weiteres Modul führt in die Netzwerkanalyse ein. Und das Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten deckt Themen wie Responsible Research and Innovation, Open Science und Urheberinnenrecht ab. Zentral dabei sind das Verwenden von offenen Daten und Fallbeispielen aus Österreich, das Verschränken von sozialem Lernen on wie offline und das niederschwellige Vermitteln von State-of-the-Art-Techniken für Interessierte ohne Programmiervorkenntnisse. Um die Qualität der Inhalte zu gewährleisten, sind die wichtigsten Open-Initiativen in Österreich als Partner und Partnerinnen bei uns mit an Bord. Weiters führen wir einen Hackathon durch und evaluieren die einzelnen Schritte des Projekts, bevor im Sommersemester 2017 der Kurs auf imux.at abgehalten wird. Um das Projekt längerfristig abzusichern, bieten wir auf der Webseite neben den freien Lernmaterialien auch kostenpflichtige Vor-Ort-Trainings für Unternehmen oder Forschungsinstitute an. Das Ausarbeiten eines detaillierten Businessmodells soll das kontinuierliche Erstellen und das Weiterentwickeln bestehender offener Inhalte durch kundenspezifisch angepasste Trainings sicherstellen. Wir, das sind Stefan Kasperger, Christopher Kittel und Sonja Fischbauer von Open Science ASAP und Open Knowledge Österreich sowie ein Team an offen arbeitenden Data Scientists von den Universitäten in Graz. Das ist unsere nette Idee für 2016. Offene Wissenschaft für eine offene Gesellschaft.